Gut, wir haben von Anfang, also zwei Fragen. Ja. Die eine Frage, auf was muss man sich vorbereiten, wenn man heute in Digitaldruck investiert? Genau, Einstieg in Digitaldruck. Einstieg in Digitaldruck ist, was ich gerade schon gesagt habe, die Ansprechpartner. Das heißt, ich muss meinen Verkauf auch vernünftig darauf vorbereiten, sodass der Verkauf auch lernt, okay, er muss weiterhin mit dem Einkauf diskutieren, aber er muss sich auch öffnen und er muss die Kommunikation auch ändern gegenüber dem Kunden und muss sich darauf vorbereiten, dass Digitaldruck eben mehr ist als der Preis. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Und dann erledigt sich das Thema, was produziere ich wie eigentlich von selbst. Ja, weil dann der Kunde sagt, pass auf, ich brauche den Artikel und ich brauche jetzt 4.000 Stück oder ich brauche jetzt 40.000 Stück. Aber in 4 Wochen kommt wieder irgendein anderes Resi-Zeichen, irgendein anderes BAP-Logo, irgendeine andere EU-Vorschrift. Da brauche ich ein neues Design. Ja, dann muss ich doch schon reagieren, muss sagen, okay, ich hab jetzt 4 Farben, 5 Farben Klischee. Ja. Für 10.000 Euro und in 4 Wochen ändere ich es wieder, weil da sagt der Kunde, ja, na super, dann wäre ich zum Tim gegangen oder zum Schuhmacher, dann hätte ich das digital gekriegt. Ja. Von daher, das ist die Entscheidung, Break-Even ist nicht immer nur auf den Auftrag bezogen und durchkalkulieren, sondern es ist schon ein bisschen mehr, das drinsteckt.